Hallöchen und willkommen zu einer neuen Daddelzeit mit Stardew Valley. Ein Tag nach der ersten richtig geilen Sternfruchternte. Und ja, morgen wird's auch wieder klar und sonnig. Das wollen wir doch so hören. Mal sehen, ob sie was für uns hat. Es ist Sommer und das Haus ist voller Fliegen und Ameisen. Igitt. Och, du armes Haschel, du. Das ist halt Landwirtschaft. Da fliegen die Fliegen halt rum. Und was haben wir denn hier? Ach, der Kent. Hi, Bade. Ich würde meiner Frau gerne eine Sternfrucht zu unserem Jahrestag schenken. Gibt's vielleicht irgendwelche auf deinem Hof? Wenn du mir eine vorbeibringst, wäre ich dir sehr dankbar. Unbedingt. Haben wir ja. Warum sollten wir da nicht mal Hallöchen sagen mit einer Sternfrucht? Bin ich absolut für zu haben. Auch wenn ich sie sicherlich wertvoller verarbeiten kann als das, was Kent mir gibt, gehe ich einfach mal von aus. Ups. Na gut, die Kuh muss vielleicht noch wachsen. Und das Gras wird immer rarer. Ra, ra, oh la, la. Das Gras wird rarer. Hä? Hey! Ah, jetzt funktioniert das, wie ich will. Hey! Du sollst auch Milch haben. Ah, und ich glaube noch, die Weiße da oben, die müsste noch haben. Ja. Ich kann mir Dinge merken. was haben wir denn hier? Nö, das finde ich noch etwas zu wenig. Für einen Trüffel lohnt sich der ganze Aufwand eigentlich gar nicht. Ah, da ist schon ein zweiter hochgeploppt. So, und lass mich mal kurz durch. Ich bin Arzt. Nicht wirklich, aber egal. Es klingt immer so wichtig, wenn man das sagt. Lass mich durch, ich bin Arzt. So, jetzt brauchen wir die Mayonnaise-Maschine. Das kann auch mal weg. Und dann. Ei, ei. Jai, und noch einmal. Oh ja, ich kann... Mir geht fast eine ab. Nein, nicht nur fast, mir geht eine ab. Oha. Unsere Steinzäune segnen gerade das Zeitliche. Das ist natürlich weniger gut. Da müssen wir unbedingt ein bisschen mit Hardwood nachhelfen. Ah, jetzt haben wir genug, dass es sich lohnt. Von jeder Qualität ein, wunderbar. Und da ist gleich noch ein Vierter hingekommen. Jetzt legen die richtig los. Ja, Sonnenblumen. Jetzt muss ich aufpassen beim Honigernten. Hey. Haha, sagte er und hat's verkackt. Ey, ich will nur gießen und der pflückt automatisch. Gut, dann pflücke ich ihm nur noch so. Ist doch bekloppt. Yay, noch ein Trüffelchen. Aber jetzt kommen wir zur Sternfrucht. Nicht länger schnacken, sondern Sternfrucht in Nacken. Ja. Sternfrucht ist super. Sternfrucht ist Leben. So, aber erstmal gehen wir einmal eine Runde komplett einsammeln. Und gießen. Ja, das muss man begießen. Das dachte ich mir auch dabei. So, einmal die Runde machen hier. Oh. Wenn einem bei der Landwirtschaft eine abgeht,
Dann muss da eine Sternfrucht involviert sein. Boah. Den Schweinen geht's aber auch richtig gut heute. Ich glaube, die feiern das auch richtig ab, was da los ist. Wir könnten eigentlich mal ein wenig Dinge tun hier. So. Die Sonnenblumen, wo packen wir die gleich hin? Ich glaube, das packen wir zum ganzen Kräutergekramsel. Können wir machen. So, einmal hier, zack. Komm, das nehmen wir uns auch noch mal raus. Eieieiei. Was ist das für ein verrückter Tag? Jawohl, Knoblauchsaft geht immer. Finde ich zumindest. Nee, ich wollte ja die Blümchen noch. Oder nee, Blümchen haben wir. War das hier oder da? Wo ich die Blümchen mit drin hatte. Hier war das, ja. Packen wir einfach mal rein. Und dann wollte Kent ja noch was von uns. Kennt ihr ja. Oh ja, das wäre schön. Als Wingman von Kent irgendwo in der Bar. Na, mein Freund, kennt ihr ja. Das wäre superb. Kent, das war doch hier. War das nicht hier irgendwie? Genau. Jody, Kent und Sam. Da ist er sogar, der Baggerlud. Hallo. Hey, pst. Lass sie Jody nicht sehen. Haha, die sieht saftig aus. Die wird ihr gefallen. Vielen, vielen Dank. So, wie viel hat's gebracht? 500. Ja, ist klar. Ich bin etwas enttäuscht. Aquatische Forschung. Demetrius studiert die Toxine örtlicher Kugelfische. Er hat dich darum gebeten, einzubringen. Ah, da ist auch die Jody. Die Foster. So, aber jetzt wollen wir natürlich erstmal ein wenig Holz hacken im verwunschenen Wald, wollte ich sagen. Aber ist ja quasi ein verwunschener Wald. Zumindest ein ganz besonderer einer ist das. Also wollen wir doch mal hin, damit wir uns fortan einen schönen Hardwood-Zaun bauen können. So zumindest meine Idee dahinter. Auch wenn es meistens anders kommt, als man sich Ideen macht. Ja, du wirst einmal kaputt gemacht, du wirst einmal kaputt gemacht. Bringst mir sogar ein bisschen Harz. Wenn man genug davon hat, kann man sich auch eine Harzer Rolle machen. Und klebt aber immer so zwischen den Zähnen dann. So. Oh, sogar mit Pilz heute. Joa, den nehmen wir doch auch mal mit. Oh, wie viel Zaun können wir uns überhaupt aus dem bisschen machen? Das ist hier die Preisfrage. Ein Hartholz bedeutet ein Stück Zaun. Na gut, aber ich habe ja so viel davon, dass es eigentlich nicht wirklich wehtut. Ach komm. Wenn wir schon dabei sind, können wir auch hier noch ein bisschen rumplöckeln. Tut uns ja auch nicht wirklich weh. Tut eher den Bäumen weh, um ehrlich zu sein. Ah, da ist noch ein Bäumchen. Dann hauen wir dich doch auch mal um. Soll ja kein Baum behaupten, dass er zu kurz kommt. Wobei, wenn ich mit dem fertig bin, dann ist der Baum ziemlich kurz. Edelwicke.
Ich kenne die Blume Edelwicke nicht. Edelwicke. Der Name ist mir so gar nicht geläufig. Kennt ihr Edelwicken? Edelweiß kenne ich. Aber Edelwicke? Vielleicht ist das ja irgendwie sowas in der Art. Quasi so Edelweiß im Wachstum oder so, keine Ahnung. Aber jetzt möchte ich auch ehrlich gesagt ein kleines bisschen... ja, können wir noch Früchte ernten? Bevor wir das machen, was ich eigentlich will. What the hell? Nicht schlecht. So viel Trüffel an einem Tag. Das ist der Hammer. So, dann nehmen wir mal hier unseren Edelzaun in die Hand und sagen: Hey, da soll ein Zaun hin. Und schwupps, haben wir da einen Zaun. So, 1 und 2 und 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ach komm, dich nehmen wir nochmal mit. Und den Weg hier ebenfalls. Können wir vielleicht nämlich ein wenig nach hinten setzen, das Ganze. Machen wir einfach mal. Das Tor kommt hier mal hin. Dann haben wir noch mal hier sowas und so. Dann basteln wir uns noch mal ein bisschen was aus Hartholz und freuen uns dann. So, aber erstmal brauche ich dafür Hartholz und das nehmen wir uns einfach. Davon haben wir wirklich mehr als genug. Ah, da können wir richtig munter drauf losproduzieren. Was wir nicht brauchen, haben wir trotzdem. Habe ich hier da schon aus... Ist das schon Hartholz? Was ich da genutzt habe. Habe ich keine Ahnung. Können wir das auch noch? Sonnenblumensaat. Ja, zumindest etwas. Zack. Ja, muss gehen. Wobei, nee, da müssen wir mal Nägel mit Köpfen machen. Der Weg, der kommt hier ganz unten einfach hin. Dann wirkt das weniger störend. Ja. Dann kann sich hier der Rasen auch besser ausbreiten. Ich glaube, das ist cooler. Ah, oh, das hätten wir auch hier nach hinten schieben können. So irgendwie. Komm, machen wir nochmal. So, jetzt machen wir einmal hier so richtig Ramazammer. Wir brauchen Platz für unsere Tierchen. Und den geben wir auch einfach. Und einmal, zack. Haha. Jetzt haben die hier so richtig Auslauf. Ein Auslaufmodell quasi. Gott, war der schlecht. Ach, weil Stein ist, muss ich hier damit arbeiten. Ja, jetzt verstehe ich das System. Und weil ich das System verstehe,
baue ich hier auch Zaun. Ich weiß zwar nicht, was das eine mit dem anderen zu tun hat, aber es klingt gut. Yay. Gott, wie spät das auf einmal geworden ist. Schau eine an. So, irgendwas, was ich noch tun wollte. Irgendwas pfeift mir da ins Ohr. Warum auch immer. Sonnenblumensaat lagere ich einfach mal. Warum auch immer. Dann habe ich hier noch irgendwie Zeugs. Oh, Käse kann ich mitnehmen. Käse ist immer gut. Ja, mal sehen, ob sich dann die Schweine und so richtig freuen werden gleich, wenn die richtig Auslauf haben. Ich hoffe es, dass die das sehr zu schätzen wissen, was ich alles für sie tue, damit sie ordentlich leben können. Komm, das können wir schon mal reinpacken. Und dann auch noch das. Und das braucht niemand. Das kann rein. Ich habe ganz vergessen, noch so einen vereinzelten Käse anzusetzen. Wobei ich mittlerweile da auch Platz für zweite Käse-Dings hätte. Was braucht das überhaupt, Käse hier? Ich brauche Stein, Hartholz, Kupfer. Ach. Ich habe keinen Bock mehr, dass ich da einmal mehr immer ran muss. Gönne ich mir eben mal ein bisschen. So, einen davon und Stein nehmen wir mal mit. Aber wieso mitnehmen? Brauche ich doch gar nicht. Kann ich wieder reinpacken. Jetzt werde ich schon müde. Hier kann ich eigentlich auch alles, was ich nicht brauche, nochmal reinpacken. Ach ja. Yes, kann ich nochmal Trüffel ansetzen. Sehr schön. Darauf habe ich fast schon ein bisschen gehofft, muss ich ehrlich zugeben. Was wollte ich nochmal tun? Genau, ich wollte eine Maschine hinstellen. Diese nämlich. Diese eine besondere. Und in die packe ich rein. Das. Aber ich glaube, da werde ich mir noch ordentlich Rasen holen. Und aufstocken das Ganze. Sodle, nochmal. Eine Ladung Trüffelöl rein. Da kann ich das noch loswerden. Hier kann ich nicht so wirklich viel machen. Gibt es irgendwas, was ich unbedingt brauche? Warum habe ich so einen Scheiß da drin? Auch doch keine Sau. So, das kann ich da reinpacken und dann mich meines Lebens freuen. So. Ist jetzt egal, einfach reinpacken und gut ist. Und dann geht's ins Bettchen. Und ich dachte, der Tag wäre schon nach 21 Uhr oder sowas vorbei, aber nee, dann kam ich mit dem Zaun und alles. Wurde dann doch etwas länger. Ja, Sammlerstufe 10. Holzfäller. Alle Bäume hinterlassen mit bestimmter Wahrscheinlichkeit Hartholz. Ja, kann man gebrauchen, auch wenn ich eigentlich genug habe. Aber was bringt es mir, wenn Sirup 25% mehr wert ist? Nutze ich ja nicht so wirklich zum Verkauf, von daher passt das schon. Ja, über 20.000. 9 mal Trüffelöl, 22 mal Saft, ein paar mal Käse, also das hat sich rentiert wie sonst was. Über 20.000 müsste das erste Mal jetzt sein, so ziemlich. Also, mit dem Budget machen wir beim nächsten Mal dann weiter, wenn es wieder heißt Daddelzeit mit Stardew Valley. Bis dahin, ciao, ciao.